Ja, ohne Deutschland, aber nicht mehr lange oder eigentlich schon mittendrin. Ich begrüße ganz besonders unseren Gast heute im Labor für Entrepreneurship, Stephen Brenningmeier. Ich habe natürlich ein bisschen vorher im Internet gelesen und wir kennen uns ja auch schon aus einem Workshop. 1841 hat der Großvater, nicht Großvater, Ur-Urgroßvater, wenn ich es richtig übersetzt habe, August Brenningmeier die Firma gegründet. 1841, also viele Generationen. Es gibt einen Satz von Otto von Bismarck, der sagt, die erste Generation gründet und schafft das Ganze an, die zweite Generation verwaltet es, die dritte Generation studiert Kunstgeschichte und die vierte Generation ist völlig daneben. Der Otto von Bismarck mag etwas von Politik verstanden haben, aber er hat die Firma Brenningmeier nicht kennengelernt. Bei Ihnen ist das völlig anders. Sie sind Unternehmer, Sie sind sozial engagiert, Sie verwalten und managen einen großen Fonds und jetzt bringen Sie das amerikanische Nifty, was ja inzwischen eine große Organisation ist, nach Deutschland. Ich begrüße ganz herzlich Stephen Brenningmeier. Ja, vielleicht zum Ablauf. Wir haben uns gedacht, wir führen das als Gespräch. Also Gespräch heißt, ich stelle eine Frage am Anfang ja. Und dann gibt es Gelegenheit, darüber zu sprechen. Weil wir es ins Internet übertragen, würde ich bitten, dass wir am Anfang so einen zusammenhängenden Block machen und dann sind Sie dran zu fragen. Und ich fange vielleicht mal damit an, in den USA ist das ja eine bekannte Geschichte. Die größten Firmen stehen hinter der Sache und die bekanntesten Universitäten. Wie hat das eigentlich angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Also, Sie haben das kurz vorhin in dem Stummfilm gesehen. Nifty wurde gegründet von einem damals jungen Highschool-Lehrer, Steve Mariotti. Und Steve Mariotti hat eigentlich ein MBA gemacht in der Nähe von Chicago und wurde dann in Detroit Financial Analyst bei der Ford Motor Company. Und nach zwei, drei Jahren fand er das nicht mehr so aufregend. Seine Eltern waren beide Lehrer und seine Mutter hat einen sehr großen Einfluss auf ihn gehabt und hat ihm dann gesagt, komm, warum wirst du nicht auch Lehrer? Du bist an sich doch pädagogisch und didaktisch doch viel besser, als dir nur also Zahlen anzuschauen und dann Analysen zu machen. Dann ist er nach New York gezogen und hat in der Bronx ist er Highschool-Lehrer geworden. Eine Highschool, das war damals schon in den Mitte der 80er Jahren doch eine große Herausforderung. Und er merkte relativ schnell, dass also die Kids, die bei ihm in der Klasse waren und in der Schule waren, dass die also alles andere Interesse hatten als Schule. Und gibt es verschiedene Stories, warum er nun mit dem Entrepreneurship Teaching angefangen hat. Eine war, dass eines Tages kam sein Schuldirektor zu ihm und sagte, Steve, weißt du eigentlich, dass der State of New York ist der Staat in den USA, der am schlechtesten abschneidet im gesamten akademischen Bereich in den USA? Sagte Steve, nee, wusste ich nicht. Und weißt du, dass unsere Schule hier in den Bronx ist die schlechteste Schule im Staat New York? Nee, wusste ich nicht. Und du bist unser schlechtester Lehrer. Was machst du? Was machst du damit? Und er merkte natürlich, dass also seine Schüler waren also minder aktiv im Unterricht und dann hat dann gefragt, Guys, was findet ihr, was erzähle ich euch, was euch Spaß macht? Und er hatte eigentlich nebenher eine kleine Import-Export-Firma, wo er also so Nike-Knockoffs importierte und die dann also auf Markets verkaufte, so ein Kram, in Queens und Bronx und so. Und da hat er ab und zu drüber erzählt und dann sagten die Kids zu ihm, das ist interessant, erzähl uns mal mehr, wie du da diesen Business machst. Und da kam er darauf, dass er sagte, oh Gott, wenn ich die Kids also tatsächlich über Business-Momente engagieren und interessieren kann, vielleicht kann ich die dann auch zu anderen Dingen bringen. Und so hat er dann seine MBA-Bücher herausgeholt und hat dann eigentlich, wenn man so will, den ersten Ansatz gemacht für ein MBA Made Simple und das erste Nifty Curriculum, ich sag mal, geschrieben.
Und dann hat es in seiner Schule umgesetzt. Und er merkte dann relativ schnell, dass also tatsächlich das doch ein Thema war, was die Kids doch interessierte. Und er da doch mit umgehen konnte. Und sein Schuldirektor fand das ganz apart, sagte, das ist ganz gut. Auf jeden Fall hast du dadurch doch mehr Interesse bei deinen Kindern, bei deinen Jugendlichen geweckt. Und wie macht man das nun weiter? Und er ist also tatsächlich Unternehmer, hat sich dann hingesetzt, sagte, ich brauche jetzt doch Funders. Leute, die mir Geld, die das mitfinanzieren, und hat dann eigentlich im Freundeskreis, so wie er es natürlich auch in seinem Curriculum darstellt, wie fängt man an, erste Unternehmensidee an und wie setzt man sie um, von wem bekommt man das erste Finanzierung, meistens sind das Freunde, sind das Familie, und so hat er sich auch hingesetzt und hat gesagt, wie kann ich das nun ausweiten. Und so fing es an, das war 1987, und ich habe ihn erst 2000 kennengelernt. Eigentlich 99 habe ich ihn kennengelernt dort, dann waren wir schon 13 Jahre unterwegs, waren eigentlich in allen Highschools an der Ostküste schon sehr, sehr gut vertreten und hatten auch mittlerweile schon große Sponsoren wie Goldman Sachs Foundation und diese Leute, JP Morgan und Morgan Stanley. Und er hatte also die Art, um auf der einen Seite sehr gut mit seinen Kids umzugehen und diese also echt zu motivieren und inspirieren. Aber auf der anderen Seite kann er auch sehr, sehr gut mit, sag mal, Corporates, CEOs, Chairmen reden auf gleichem Niveau und die auch inspirieren und die auch bewegen, um mit ihm, sag mal, diese Sache, diesen Weg weiterzugehen. Und als ich ihn dann traf, 1999, ich war sofort gebannt von der Idee, die dort umgesetzt haben, dachte Gott, ich lebe ja selbst in London und dachte also, New York und London ist in dem Sinne gar nicht so weit voneinander entfernt. Wir haben genau auch sehr ähnliche strukturelle Probleme in der Innenstadt von London und in anderen Städten von England natürlich auch. Und dachte mir, Gott, das wäre vielleicht eine Idee, um das gleiche Konzept auch im Englischen umzusetzen und zu versuchen. Und so bin ich dazu gekommen. Aber der Anfang war 1987 in den USA, in New York. Ja, offenbar gibt es da so mehrere Geschichten. Ich war ja mit Sven Röpsas zusammen in Babson und haben ihn selber erlebt damals. Und er sagte, er sei eines Tages durch den Central Park gelaufen. Ja, das ist eine zweite Geschichte. Ja, und vielleicht sind ja mehrere, es widerspricht sich ja nicht, und sei überfallen worden von Jugendlichen und krankenhausreif geschlagen worden. Ja. Ich glaube, 14 Tage im Krankenhaus. Und während die meisten Menschen dann in Wut ausbrechen würden und diese Jugendlichen irgendwie hinter Gittern sehen möchten, hat er gesagt, das ist eigentlich schade, dass das Risiko, das die eingehen bei so einem Überfall und die Planung und das, was da alles so dazugehört, so etwas durchzusetzen, dass das in so eine illegale Geschichte gerät, wo sie ja über kurz oder lang dann hinter Gittern landen. Kann man diese Energie und diese Lust am Abenteuer, wenn man es mal so positiv sieht, kann man die nicht wenden in unternehmerisches Handeln? Ja. Und offenbar war das eine richtige Einschätzung und ein Volltreffer. Ja. Nee, das ist richtig. Diese Geschichte kenne ich auch. Und ich glaube, es kommt beinahe aufs Gleiche hinaus, wie kann man negative Energie in positive Energie umsetzen. Und das ist im Grunde genommen das Fazit von diesen beiden Stories. Wie hat er das persönlich umsetzen können? Und das gebraucht er auch dann wieder als Vehikel, um seinen Schülern das auch beizubringen. Wie kannst du die negative Energie, die Frustration umdrehen in etwas Positives?